Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Metroid Prime. Ja, und wie gesagt, ich bin jetzt in diesem Raum, wo ich gesagt habe, da gibt es noch etwas. Jetzt fahre ich hier runter. Hier wieder hoch und ein Missile-Container. Wunderbar. Hier gibt es also quasi in diesem und in diesem Raum insgesamt drei Missile-Containers. Das ist schon einiges, ne? Das ist schon eine Zahl, nicht wahr? So, da brenne ich den erstmal ein bisschen an. Kann ja nicht schaden, ne? So ein bisschen Verbrennungen und so ist ja nichts Schlimmes. Oder doch? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Klärt mich mal auf. Sind Verbrennungen etwas Schlimmes? Also ja, ich weiß, dass es etwas Schlimmes ist, weil ich hatte es selber schon mal. Sonnenbrand und so. Verbrennung des zweiten Grades. Des zweiten Grades, ha. Ne, Verbrennung zweiten Grades hatte ich da und es war schon nicht angenehm. Naja. So, euch ignoriere ich einfach mal gekonnt. Euch auch, weil ich jetzt hier unten durchgehe. Dankeschön. Oh, du machst mir bitte auf. Hier gehe ich gleich durch. Ist mir egal, was ihr sagt. Dumme Sturzsegler. So heißen die Dinger, ja. So, hier gleich mal durch. Wenn ich irgendwie erwarte, dass da Viecher kommen, naja. So, hier muss ich wieder oben längs. So und durch bin ich. So, hier müssten jetzt wieder. Ja. Falsch. Ja, natürlich. So. Hey. Hey, werd ihr erlaubt, einfach abzuhauen, ne? Zwei. Wieso reichen zwei nicht? Aua. Aua. Jetzt habt ihr es aber. So, den tot gemacht. Ey, du hast mich noch nicht mal getroffen, ich bin gesprungen. Werd mal nicht unlogisch, lieber Chozo-Geist. Werd mal nicht unlogisch. So, Nummer 2. Und Nummer 3, das war's. So, und der aufmerksame Zuschauer hat schon gesehen. Oh, was ist denn das? Das hier ist das. Kann man wegsprengen. Und schon bietet sich eine wunderbare Boostball-Schiene. Die man wunderbar hierfür benutzen kann. Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt dumm? So, das mache ich wieder so, weil ich nicht will, dass ich runterfall. So, das ist ein bisschen Balanceakt. Oder auch nicht. Einfach durchrollen geht auch. So, Moment, so müsste es richtig gewesen sein. Ja. Da höre ich schon das extra rumsummen. Und da ist es auch schon. Ein Missile-Container. So, dann gehe ich jetzt hier durch. Weil ich es kann. Da links gibt es sowieso nichts drin. War mir doch so, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, da gab es nicht mehr. Ich werde es trotzdem, also ich werde trotzdem einmal rangehen. Damit ich es habe. So, hier kommen wieder meine netten Kollegen. Wo seid ihr denn da? Direkt über mir. Drei Stück. Krass. Natürlich treffe ich ihn nicht. Jetzt habe ich dich aber. Oh komm, das ist so schlimm. Man schießt, man hat schon geschossen und dann wird man noch getroffen von denen und dadurch bricht es ab. Dadurch schießt man nicht, obwohl man quasi schon geschossen hat. So, einer tot. So, der nächste an die Reihe. Dankeschön. So. Wie viel Missiles man für die einfach verbraucht. So, der nächste tot und jetzt kommst du dran. Mein Lieber. Von und zu. So, ein Schuss noch.
Und das war's für dich. Hier kann ich auch mal kurz meine Missiles aufladen. Das war ja hier. So, dann komm mal her. Moment. Habe ich den Timer nicht gestartet? Ich habe den Timer nicht gestartet. Ich habe den Timer nicht gestartet. Gibt es nicht irgendwo ein... Aha, Mann, warum hat OBS nicht irgendwie so ein... So eine Anzeige oder so? Aha, das ist richtig schlimm. So. Erstmal das für ein Plasma-Beam. Da bewegt sich nämlich die Statue. Und gibt eine Tür frei. Eine Eisbeam-Tür. Ich hoffe, ich kann es jetzt ungefähr abschätzen. So, und hier ist ein Artefakt. Und Schoßartefakt erhalten. Wunderbar. Dankeschön. Artefakt der Welt. Jetzt fehlen nur noch 4 Artefakte. Ich glaube, eins davon liegt direkt an der Stelle, wo wir die anderen Artefakte abgeben müssen. So, jetzt müsste wieder zugehen. Oder muss ich dafür nochmal raus und rein? Ist jetzt wieder zu? Nein. Fuck, ich hätte erst das andere machen sollen. Oh man. Naja, ich gehe jetzt erstmal da rein. Dann halt einen Raum weiter, damit die auch quasi. Damit es aktualisiert wird, dass das wieder sich hier in Ursprungsform zurückdreht. Oder geht. Oder drehen gehen. Gehen, drehen. Aber hier müssen jetzt eigentlich auch Geister kommen, oder? Nicht? Okay. Dann halt nicht. Ich zwing niemanden. Aber jetzt kommen wahrscheinlich gleich wieder Geister. Ich weiß gerade auch gar nicht, wo ich... Wow, was zum... Was? Hä? Was? Eine Abkürzung? What the fuck? Das wusste ich nicht. Okay. Was macht das für einen Sinn? Ja, natürlich kommen jetzt die wieder. Ich frage mich, ob ich das trotzdem aktivieren kann. Also das kann ich schon mal aktivieren. Aber ich kann nicht in die Statue rein. Das habe ich gerade eben schon gesehen. Ja, ich hätte auf jeden Fall erst das machen sollen. Ja, ich komme nicht in die Statue rein. Ey, ich wollte einen normalen Beam. Naja, hier ist es ja relativ egal. Das ist nur Zeitverschwendung im Prinzip. Weil Missiles habe ich unendlich hier. Und Energie, die machen zwar schon einen ordentlichen Schaden, aber im Prinzip kann man ihnen relativ gut ausweichen. Wenn sie nicht gerade meinen, alles treffen zu müssen. Oder in einen reinfliegen zu müssen. Ist natürlich auch immer so eine Sache. So, wo bist du denn? Wo ist denn der letzte? Da oben. Hab ich gesehen. Hey, aua. Nein, machst du nicht. Kannst du vergessen, dass du deine Superattacke machst. So, und das war's. Wunderbar. So, und jetzt mach mal wieder den Weg frei, bitte. Danke. Hey, nein. Fuck. So. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas drücken muss, aber ich glaube nicht. Ja, weil ich glaube, das geht zu einem Energietank. Energietank erhalten. Wunderbärchen. Und da dreht sich wieder zurück. Deswegen hätte ich das zuerst machen sollen. Dann hätte ich nämlich nicht aus dem Raum rausgemisst. Hat sich das einfach wieder aktiviert und die Statue ist ja noch in der Position, wie sie vorher war. So, aber jetzt mal gucken. Hier hin und dann...
Ja, hier geht's in die Talen-Oberwelt geht's beides. Okay, ich gehe jetzt zur Speicherstation, speicher und hoffe, dass ich die 15 Minuten ungefähr getroffen habe. Ich werde es dann gleich mal gucken. Wenn nicht, ist es wieder richtig schön scheiße. Dann wird es wahrscheinlich wieder eins der seltenen Male, wo ich schneiden muss. Weil ich nehme jetzt immer mit OBS auf und muss da eigentlich nicht mehr schneiden. Wird ja alles quasi schon erledigt von OBS. Ja, speichern. Spielschirm abgespeichert, wunderbar. Ja, Leute, und ich würde mal sagen, auf Wiedersehen und mal gucken, ob ihr gleich noch mehr sehen werdet oder nicht. Werdet ihr schon sehen, wenn ihr auf die Zeit guckt. Ich nicht. Bis dann. Servus.